So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem mega geilen Spiel. Und zwar, ihr seht's hier, Space Marine. Wir sind quasi im Jahr 2011, denn von da ist das Spiel. Das soll uns aber gar nicht stören, ja, weil das Spiel ist mega. Also wenn es darum geht, irgendwie ein Space Marine zu zocken oder so dieses 40k-Helden, weiß ich nicht wie Feeling zu kriegen, da gibt es wirklich nur das Spiel, weil ohne Scheiß, also es gibt ein paar coole Spiele, so GW-mäßig, auch Dawn of War und so, aber ihr seht das schon hier in diesem Vorspann, wie der Typ hier abgeht. Genau so ist das. Und das ist jetzt nicht hier irgendwie der Superheld, weiß ich nicht, sondern es ist einfach ein normaler Space Marine, aber der ist halt geil. Und der macht halt alle kaputt. Und deswegen, weil wir dieses Spiel auch bis zum Erbrechen gezockt haben, und ich sage wir, weil nämlich der Manni hier am Start ist, auch im Mikrofongedöns. Hallihallo. Genau, und wir haben das nämlich früher irgendwie gezockt bis zum Erbrechen. Und zwar hier online sowohl im Versus-Modus als auch Exterminatus. Da ist nämlich quasi, das starten wir auch mal direkt, das ist quasi, man spielt Koop mit bis zu drei anderen Leuten, also vier Leute insgesamt, spielen gegen Wellen von Orks oder auch anderem Gedöns. Man kann nämlich auch als Chaos spielen, dann kommen Imperiale als Gegner und so. Wir machen jetzt aber mal hier klassisch, da geht es gegen die Orks. Ich habe hier einfach alles auf Standard gelassen und muss Suche starten. Das Problem ist, hier spielen nicht mehr viele Leute, weil das Spiel ist halt uralt und irgendwie, ja keine Ahnung, früher hast du hier auf Suche starten geklickt, dann zack, zack, ging das direkt. Hier steht jetzt zwar auch Match beginnt, aber ich meine, der startet erst, wenn mindestens drei Spieler vorhanden sind. Das Problem hatte ich nämlich letztens schon mal. Okay. Naja, wir gucken auf jeden Fall mal. Das ist hier ein sehr unterhaltsames Spiel zum Zugucken. Also ihr, die hier schaut. Ich hoffe, dass wir hier ein Game kriegen und gleich irgendwie mal hier ein bisschen matchen können. Ich will jetzt gar nicht irgendwie die ganze Zeit gleich zu viel labern. Also sobald wir ins Spiel kommen, werde ich nicht mehr so viel labern. Bis es soweit ist, kann ich nur ein, zwei Sachen sagen. Ihr könnt hier, also wir haben ein paar DLCs, aber nicht alle geholt. Es gab hinterher noch einen mit so einem Dreadnought. Den haben wir nicht. Aber wir haben den mit Chaos. Und wir haben ein, zwei so Skin-Dinger. Also ich habe mir das für die Black Templars geholt, glaube ich. Weil sieht geil aus. Und man kann halt hier einen Marine wählen, also man hat aber nur einen taktischen, einen Sturm, also Sprungmarine und einen Devastor. Und die kann man noch unterschiedlich equippen und abgehen und die können auch alle was anderes. Hier der Sprungmarine ist halt voll geil, kann einen fetten Energiehammer tragen, haut alle kaputt, hält aber nicht so viel aus. Der Devastor hält ganz viel aus, hat die richtig fetten Waffen, ist aber halt lahm ohne Ende. Und ja, das ist dann hier immer so quasi in Wellen, also hier das Exterminatus. Das ist am Anfang noch relativ easy und überschaubar. Ich meine, Munition war immer irgendwie ein Problem. Ja, und da muss man einfach gucken. Man hat eine Energieleiste und darum ist sowas wie so eine Art Schild. Das lädt sich auch immer wieder auf. Also wenn man keinen Schaden kriegt, dann geht das wieder hoch. So, auch das eigene Leben geht dann wieder hoch. Man kann an Ausrüstung verschiedenes, hier, wenn ich hier auf Editor klicke, da kann man verschiedene Sachen einstellen. Also man hat hier oben die drei als Standard. Man kann aber auch eigene Ausrüstung machen. Zum Beispiel habe ich hier oben, so spiele ich den gerne, den taktischen, wie der hier ist. Aber hier unten habe ich da noch so eine Variante, zum Beispiel mit diesem Stalker-Bolter-Melter und sowas halt. Boni kann man auch unterschiedliche einstellen. Und so kann man sich so ein bisschen die, ja, die Figuren quasi anpassen. Aber nicht komplett aus der Rolle fallen. Also zum Beispiel der taktische Marine kann keine Nahkampfwaffen kriegen, der und oder keinen schweren Bolter oder so, sondern der ist halt, hat halt immer diese taktischen Marine-Waffen. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwie ein Spiel finden. Ich hatte das hier, ich habe das letzte Tage mal nach Jahren wieder installiert und da habe ich das mal hier probiert. Einmal hatte ich voll schnell ein Spiel, konnte voll zocken. Und das andere Mal saß ich ewig lange in so einer Lobby hier mit einem anderen Typen. Und das hat nicht gestartet. Und der hatte mir dann gesagt, ja, das geht irgendwie erst, wenn, wenn mindestens drei Leute sind. Verstehe ich zwar nicht so ganz, weil wenn man im Game ist und da fliegen Einzelne raus oder da gehen Leute raus, kann man trotzdem weiterspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch eine private Lobby machen, da könnten wir sofort starten, da kann man auch alleine spielen. Nur ich sag mal, erfahrungsgemäß wird das hinterher ein bisschen schwierig.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich meine nämlich, wenn ich hier eine private Lobby erstellt hätte, da hätte ich auch dann den Money einladen können, so wie das jetzt hier gerade auch aussieht. Und dann kann man direkt auf Einsetzen klicken. Da kann ich auch die Map aussuchen und sowas. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob das dann... Ah, da hier ist einer. Mega. Max, the Killer Boy. läuft. Ich weiß nämlich nicht, ob dann da Leute zukommen können oder ob das irgendwie geschlossen ist. Naja, gucken wir mal. Müsste dann ja zu sein, ne? Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal einen taktischen nehmen, weil es irgendwie am geilsten, vielseitigsten. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich da jetzt wo eigentlich einstellen muss. Wobei der Sprungmarine ist. Achso, Granate werfen ist auf Q. Das habe ich voll lange gesucht letztens. Also ich nehme einen taktischen. Ich bin ein Black Templar. Ich habe einen Sturmbolter, einen Plasmawerfer und halt die Boltpistole dabei. Wo ist der Money denn? Hier ist der Max, the Killer Boy. Da ist der Money. Okay, ich weiß nicht, was für ein Orden das ist. Sondern hier so ein gold-weiß-schwarzer. Sieht auch ganz cool aus. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir hier rasieren können, wa? Welle 1 von 20 seht ihr hier. Es gibt sogar noch eine 21. Welle. Aber mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Jetzt erstmal ein bisschen Action. Krass, was hier viel Munition jetzt schon rum. Ja, nachher nicht mehr, ne? Ja. Es kommt aber auch echt auf die Klassen drauf an. Also zum Beispiel... Oh, ein Vierter ist jetzt auch dabei. Hier, das, was der Money da ist, so ein Sprungmarine, der hat eigentlich keine Munitionsprobleme, weil er auch keine Munition wirklich braucht. Der hat zwar auch eine Pistole oder Plasmapistole dabei, aber der kann auch ganz gut ohne. Genau, der kann halt vor allem so waschen im Grunde genommen, also sich da wo reinstürzen und dann einfach rein ins Getümmel mit der Axt walten, zwischendurch ein bisschen rumballern, volles Gehirn, dann schnell verpissen und dann wieder zurück da rein. Genau, du hast auch den mit der, genau, du hast eine Axt genommen, die Axt war, also es gibt hier, das im Moment sind alles so Billiggegner, da ist auch der Sturmbolter noch gut, aber es kommen hinterher auch so Orks, die haben zum Beispiel Fettrüstungen oder da kommen welche, die haben so ein Schild, was die tragen und da, wenn man mit dem Bolter drauf schießt, dann macht das einfach nichts. Und wenn man zum Beispiel ein Kettenschwert hat, macht das auch wenig, aber wenn man mit der Axt da drauf kloppt, dann spaltet das richtig und so und der Energiehammer halt auch. Und deswegen, ja, ich hab gesehen, es gibt so voreingestellte Profile oder so. Ja, genau. Man kann hier so, es gibt auch immer so Herausforderungen. Da 10 Nahkampfkills in 25 Sekunden. Ja, das kann eigentlich nur der Mann. Ich meine, ich kann auch Nahkampf. Ich habe hier so ein geiles Kampfmesser, seht ihr hier. Aber ist gar nicht so geil. Wenn man diese Herausforderungen besteht, ihr seht immer da unten ist so ein... Da unten links, oder ist, genau, ist der Mann ja schon gestorben. Da seht ihr so eine Lebensanzeige. Und das Ding ist, die lädt sich quasi auf durch Punkte. Das heißt, der Mann kann jetzt gleich wieder respawnen und einsetzen, dann geht da unten Leben weg. Aber, wenn wir hier weiter Punkte sammeln, füllen wir die auch wieder auf. Das heißt, das ist nicht so das Problem, nur wenn ständig Leute down gehen. Halt schon. Wo war Granate nochmal? Q. Oder das, was du da halt hast, weil man kann auf Q auch so Sachen ausrüsten, so eine Art Medipack und weiß ich nicht. Es gibt so verschiedenes Zeug. So, und jetzt muss ich nämlich schon langsam... Ah ne, okay, geht noch mit dem Muni. Also was ich gerade gesehen hatte, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Man kann sich so voreingestellte Profile holen oder einrichten. Und das habe ich jetzt hier zum Beispiel gemacht. Also als hätte ich den Typen jetzt so ausrüsten müssen mit der... Ja, geil. Ich muss mal die Munition holen. Ja, macht nichts. Ich brauche keine Munition. Da vorne ist jetzt auch wieder so ein Special hier, diesen Punkt halten. Und das ist immer, man muss das nicht machen, aber wenn man das macht, gibt es halt Bonuspunkte. Und was da oben in der Mitte immer läuft, mit hier Dreifach-Kill, Kopfschuss, Mehrseitigkeit oder was da gerade stand, das sind so Sachen,
Das ist hier, seht ihr, 2400 extra Punkte. Und unten haben wir jetzt schon wieder 4 Leben. Hatten wir ja vorhin nur 3. Ja. Aber jetzt gerade eh alles noch super easy. Spannend wird's, wenn hier die fetten Gegner kommen. Es gibt auch Ork-Bosse zum Beispiel. Es gibt ja so Bomben-Squicks. Weiß ich nicht, kann sein, dass auf der Map das hier nicht ist. Aber gibt es auf jeden Fall. Fein geht halt einfach nur ab, das Spiel. Ja, sicher. Und das finde ich hier halt so geil. Also, das finde ich ist so voll das Space Marine Feeling. Man ist so fast unverwundbar und kann alles kaputt machen. Das Einzige, was... Achso, und es ist nicht ganz so schnell, sag ich mal, wie jetzt hier Battlefield oder so. Na, geht, ne? Naja, also... Also es geht ja schon ab und ist schnell, aber es ist so, das ist relativ egal, ob du jetzt genau triffst oder ein bisschen daneben schießt, die gehen alle hier kaputt. Der Money tankt mal wieder. Klar. Okay, Munition alle. Mal noch den Plasmawerfer. Plasmawaffen können hier auch überhitzen, genau wie bei 40k halt auch. Also ist ja hier quasi 40k. Ist auch noch das gute 40k, also hier gibt es noch keine. Hallo, nimm mal die Waffen, die Munition. Jetzt hat der mir die weggenommen oder was? Hier, ich mach dir neue. Also hier gibt es noch keine Primaris Marines oder sowas, sondern einfach nur echte, ehrliche Space Marines. Sind das fiese Space Marines? Nee, die sind so verbessert, die sind größer. Das ist jetzt quasi neu seit einiger Zeit bei Games Workshop. Da haben die so neue Figuren rausgebracht und haben auch die Story mal voranschreiten lassen. Und das ist so, das sind quasi... Also Space Marines sind ja schon Supersoldaten quasi, so genetisch verbessert und bla. Die Primaris Marines. Normale Granate dahin schmeißen, wo der Mami steht, ne? Ja, ja. Ne, und die Primaris Marines sind quasi nochmal davon wie so verbesserte Version. Aber wie diese. Die werden ja dann irgendwie in diese großen Roboter eingepflanzt, halt sowas, oder wie? Ja, nee, eher, dass die Typen selbst nochmal gentechnisch irgendwie geiler sind. Schon mit der Boltpistole rum, das ist ja lächerlich. Halt wenig Muni. Die Zusammenstellung da oben, 3 taktische, 1 Sturmmarine ist auch nicht ideal. Perfekt ist 1 Devastor, 1 Sturm und 2 taktische, finde ich. Da kommt man auch von der Munition ganz gut hin. Ja, das Problem ist nämlich auch dieser Munitionsklau tatsächlich. Genau, aber wenn man mit ganz guten Leuten hier ist Munition zusammen, bei mir. Zusammenspielt, ja, da kommt der ein. Ach ne, warte, vielleicht kriege ich's. Wow. Ich bin an der Brücke. Aufpassen, dass du nicht kaputt gehst. Hier sind jetzt Sprengsquicks und dann geht mir auch ganz gut schnell die Energie runter. Nein! Ja, diese Rolle hier, das ist quasi das Special von dem Taktischen, dass der sich ständig so wegrollen kann. Der Devastor kann dafür so einen Stomp, also dann stampft er irgendwie so auf und schmeißt alles um sich rum zurück. Stimmt, jo. Naja, und der Sturmmarine springt halt mit seinen Dings hoch und dann landet er da und schmeißt auch alle weg. Macht, glaube ich, auch Schaden. Ja, also das, man kann dann doch so Fähigkeiten leveln zum Beispiel. Wo ich dann zum Beispiel so eine Fähigkeit habe wie Tod von oben, dann macht er, glaube ich, mehr Schaden. Oh fuck, ich bin fast tot. Ja, ja, genau. Beim Aufkommen macht er dann auch mehr Schaden und so. Ach, shit. Munition. Oh.
Money, seht ihr gerade, ist, ich habe mal Tab gedrückt, ist ganz oben, hat bisher die meisten Punkte verdient, nicht die meisten Kills gemacht, aber Punkte gehen nicht nur nach Kills, sondern wenn man natürlich hier die so wertvolleren Kombi halt. Dinger, ja genau, durch Kombis oder wenn man halt die wertvolleren Leute platt macht, dann hier dieses Rumspringen zum Beispiel, ich kriege jetzt immer so Punkte für Doppelt-Kills oder Tod von oben für meine Spezialfähigkeiten im Grunde. Das ist dann ganz geil eigentlich. Ich glaube, der Hammer, der war langsamer, ne? Ja, ja, aber macht dafür Flächen... Hier ist Munition bei mir. Ja, ich habe ja im Moment Feuer. Ja, okay. Der macht aber Flächenschaden und schmeißt halt alles direkt irgendwie um. Okay. Aber das hier sind die Wellen 1 bis 5, das ist ja noch richtig easy Game. Ja, gleich wird's wirklich unübersichtlich. Da sind die ersten Dicken. Das hier genau, das sind nämlich Bosse. Munition. Der eine hat einen Melter. Melter ist halt krass, der geht auch durch alles durch, aber super kurze Reichweite und hat glaube ich nur 12 Schuss oder so. Munition? Ja, jetzt nach der Welle müsste eh Ende sein. Also dann hat man quasi immer wie so eine Safe Zone, in die man geht. Dann kommen die nächsten von Quellen. Oh, ich brauche auch mal Munition. Nein. Bin wieder fast runtergesprungen. Genau, Sektor geräumt. So, und jetzt kann man nämlich quasi auch die Klasse wechseln. Also alle 5 Wellen kann man hier in diesen Safe Zone. Und dann kann man auch die Klasse wechseln. Ich werde aber kann man auch die Waffe wechseln? Ja, du kannst, glaube ich, die Einstellungen da ändern oder du nimmst halt so ein anderes Preset. Mal, Alter, checkt der eine das da jetzt nicht oder was? Wie mache ich das? Achso, das kommt jetzt noch. Die Dinge, ah, hier. Okay, geht das automatisch nach einer Zeit? Ja. Ich dachte eigentlich, das geht immer nur zu... Ah, noch auf Platz 2 gekommen. Das geht immer nur, wenn... Ah ne, ich glaube, wechseln kannst du jetzt hier tatsächlich nicht. Doch, kann ich. Ja, die Klasse, aber richtig auch wieder die Presets. Ach so. Ah, okay, jetzt kommen hier die etwas fetteren. Hier ist nämlich jetzt schon so einer mit dem Schild. Ja, gegen die mit dem Schild. Also ich mach, habt ihr ja gerade gesehen, da mache ich auch Schaden. Aber halt, ja weiß ich nicht, heiz ich ganzes Magazin rein und hab halt kaum was davon. So, knapp. Munition knapp. Da ist einer down von uns. Mann, ich auf den Sack. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Wo bist du? Ah doch, jetzt kann ich wieder laufen. Okay, jetzt lädt sich mein Schild wieder auf und jetzt auch Leben. So, ich habe jetzt auch eine Munitionswaffe, muss ich gleich selber mal ein bisschen schauen. Ja, sammel dann einfach auf. So, da sind wir jetzt wieder los. Wo sind sie denn? Da! Es gibt immer so unterschiedliche, hier sind jetzt auch so Raketentypen schon.
quasi immer sowas wie so unterschiedliche Spawn-Points. Sind immer praktische Arenen mit vier Wänden quasi. Man muss nie weit laufen, die kommen alle zu einem. Ja, gibt auch einen so eine Map, wo dann immer per Teleport Leute quasi reinkommen. Schon wieder einer down. Der eine Typ, der hier mitspielt, der ist wohl ein richtiger Lappen. Boah, sind das viele. Ich würde sagen, ich habe fast nichts verlernt. Wenn da diese Totenköpfe drüber sind, dann sind das immer die letzten Verbliebenen. Und da unten seht ihr jetzt, drei Leben haben wir gerade, aber wir haben jetzt quasi direkt schon wieder das vierte voll. Ist immer gut, wenn das alles auf Maximum voll ist. Da den Punkt müssen wir halten, mit der extra Punkte. Oh, voll in die Gegner gerannt. Dem Punkt, wenn hier mehrere Leute draufstehen, dann runtergefallen. Dann erobert man ihn, glaube ich, schneller. Alleine kann ich den Punkt dann nicht halten und so, das sind so. Ich komme. Okay, ich komme wieder hoch zu dem Punkt. Habe ich vielleicht keine Linie. Ich schmeiß mal Granate rein. Noch eine Granate. Bin down. Geh mal eine Runde. Okay, ich habe Munition wieder eingesammelt. Punkt erobert plus 0 Punkte, weil das zu lange gedauert hat. Oh shit, jetzt muss ich laufen. Ich finde die Axt ein bisschen besser, weil die schneller ist. Ist auch, also zum Beispiel werde ich für die nächste Runde, wenn ich nochmal den taktischen nehmen sollte, werde ich da dann den mit dem Melter nehmen, weil wenn da die fetteren Leute kommen, ist das geiler, dass man damit dann immer reinhauen kann, weil da bringt der Sturmbolter, oh shit, diese Explosionsdinger, ganz viele. Dann bringt nämlich hier der Sturmbolter nichts mehr. Ja. Scheiße, nochmal down. Schon wieder down, ja. Ich glaube, so ein ganzer Trupp hat mich auch gefokust, deswegen.
dieses Quicks kann man halt entweder kaputt schießen oder wenn die an einen rankommen, dann zünden die. Da muss man dann halt gucken, dass man irgendwie ausweicht. Aber was bleibt der Idiot denn da stehen einfach? Munition habe ich genug. Die haben alle so hohe Spielerlevel, aber irgendwie, naja. Ja, wenn du 9 Jahre brauchst, bis dahin zu kommen. Ja. So, Welle 10 von 20, das heißt die letzte, dann geht's wieder da rein. Das heißt, jetzt wird's wieder etwas heftiger. Guck mal, da hinten ist so ein Bohrer quasi gerade, hat sich da rausgebuddelt. Krass. Direkt down gewesen. Oh oh. Was aber ganz cool ist, ich habe diesen Handbolter. Und wenn der leer geht, dann macht er ching 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 ching. Na, tot. Hm. Oh, und wenn er hier jetzt down geht, der letzte, dann sind wir direkt raus. Ah ne, Manni lebt wieder, gut. Da sind jetzt ordentlich Orks am Start. So, wir haben keine Leben. Ich bin wieder down. Krass. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade war, aber ich bin dreimal ruckzuck auch down gegangen. Muss man hier in Bewegung bleiben, wie ihr seht. Vor allem muss ich meinen Chillen, meine HP mal wieder aufladen, finde ich auch fast dran. Da stehen nur noch 2 Leute jetzt. Komm, Junge! So viele sind da nicht mehr. Muss da weg. Wollte eine Munition. Macht denn der andere? Killt der auch irgendwas? Ne, der steht in der Ecke. Der ist jetzt irgendwo durch eine Wand durch. Ne, der stellt sich immer nur in so Ecken rein. So viel macht er nicht. Wenn er noch ein bisschen mehr killt, komme ich zurück. Da muss es schön mal drücken, damit der andere nicht einsetzt. Hab ich. Komm. Nice. Ganz noch vorsichtig, weil die machen echt alle gut Damage. Okay, ich hab fast keine Muni mehr. Oh
shit, ich bin in die Ecke gelaufen, dämlich. In die Muni, jawohl. Back, 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 back. Boah, das war knapp. Schön am Kiten, das funktioniert auch soweit. Aber ich habe halt fast keine Munition mehr. Nein, 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 weg! Ja, vor allem sind das alles die da mit dem Schild, ne? Mhm. War es das mit der Munition? Jetzt wieder welche. Ich habe ein paar gerade ausgeschalten. Ja, das war es jetzt auch. Haben auch wieder genug Punkte für alle Leute. Achso, sind aber nur noch zu dritt. Der eine hat sich verpisst. Toll. War ja auch ein Lappen, genau wie der andere hier. Beides Lappen. Ah, aber das war für mich jetzt eine ganz geile Runde. Ja, dadurch, dass ich so oft abgekackt bin, ja, das ist als Sturm Marine aber auch, also da hast du. Ja, toll. Und der Lappen steht da hinten nur rum. Ja, der hat vorhin die ganze Zeit nichts anderes gemacht. War so geil hier mit der einen Pistole. Ja, die habe ich ja auch. Du hast ja richtig einen Bolter da in der Hand. Ich habe ja nur eine Bolt-Pistole, das kleine Modell. Ja, toll, guck mal, der Typ hat auch nichts gemacht. 51 Kills. Lächerlich. Ja. So, jetzt nehme ich auch wieder einen taktischen, aber mit Melter. Wobei blöd ausgerüstet, weil er nämlich den Stalker-Bolter hat. Hier, Sturmbolter-Melter. Perfekt. Raum wird versiegelt. Okay, wir sind aber wieder vier, also da ist einer mit dazugekommen. Wir haben überhaupt keine Leben, ne? Also das heißt jetzt erstmal echt Punkte sammeln, nicht down gehen. Ja. Kann man hier zielen? Nee, ne? Doch, STRG. Ah. Oh, da ist ein Boss. Das ist doch was für den... Alter. Deswegen immer laufen. Ja.
komm, regeneriere dich hier. Boss down. Da in so einem dickeres Ding. Oben ist immer, also wenn man weiter oben ist, immer geil, dann kann man einfach mal irgendwo runterrollen oder runterspringen, weil man bekommt nicht wirklich Fallschaden. Jetzt müssen wir den Punkt halten, müssen aber aufpassen wieder mit dem Sprengsticks da. Das war, oh fuck, dass wir den Punkt haben, haben schon wieder nämlich drei Leben. Eieiei. Shoot. Wieder Punkt halten, da hinten, okay. Wieso kämpft der Idiot denn auch da hinten? Der soll mal hier hinkommen, damit wir den Punkt hier einnehmen. Aber man gibt dieses Gründer, der Kackviech denn down da hinten? Und haben den Punkt raus. Halt. Ah ne, auch nicht voll. Pistole auch bald leer. Xenos vernichtet. Okay, Welle 14 kommt jetzt. Wieder ein Punkt. Zwei Punkte sogar diesmal. Lass da zu dem... Ja, nur am besten hier auf dem Punkt stehen wegen meine Muni ist jetzt alle. Jetzt nur noch den Melter.
wieder zum Punkt. So, den hier haben wir nämlich jetzt gleich. Oh, dann sind wir jetzt schnell zu dem anderen. Oh fuck, ich bin mal gefallen. So, Boss. Down. Ich sag mal so, als Sprungkatze lief er aber besser. Keine Ahnung. Hab ich kaum gemacht. Na, Niederlage. Weil wir den Punkt nicht haben. Ich bin jetzt zweimal hintereinander ratzfatz down gegangen. Eieiei. Tja. Aber geht schon gut ab, ne? Also ein, zwei Runden, dann kommt man da wieder rein. Ja, ja, ach, das geht. Also was jetzt echt eine Umstellung war, war eigentlich der Sturm-Typ da gegen den taktischen, weil das einfach viel langsamer ist, das Spiel. Ja. Ja, wobei der, finde ich, wesentlich überlebensfähiger ist, weil als Sturm-Typ, da kriegt man so auf die Schnauze immer. Okay, wir probieren jetzt hier quasi direkt nochmal. So, ich nehme wieder das Loadout wie gerade, das war eigentlich ganz gut. Oh Mann, was fällt denn der da direkt runter? Mal jetzt direkt von Anfang an das Mini-Sparprogramm. Wenn ich aus Versehen einen von unseren treffe, fliegt die Munition durch, oder? Nee, aber Friendly Fire müsste aus sein, also der kriegt dann keinen Schaden. Der Typ da oben ist schon wieder fast down, ey. Was ein Lappen. Das ist nämlich auch ein richtiges Hack-and-Slay-Spiel. Ist halt einfach immer Vollgas, ne? Bin fast down. Ja, dann Leertaste für Rolle immer und. Ja, ja. Gib mir die. Naja. Mit dem Devastor war ich eigentlich auch mal ganz gut, am besten sogar mit schwerem Bolter. Aber da ist immer ein Problem. Aber den werde ich auch noch mal antesten. So, Welle geschafft. Nächste Welle. Okay, hier der mittlere Punkt wieder. Sollte sich gleich vielleicht direkt so aufteilen, dass 2 zu dem einen, 2 zu dem anderen Punkt gehen. Ja. Oh, ich bin down. Hab ich aber gut auf Schnauze gekriegt grad. Ja, so ging mir das vorhin auch. Ja, zack, zack, war ich weg. Naja. Nein. Yeah.
Ja, machst du den? Da unten, der checkt es nicht. Ja, aber unser auch nicht. Ja, ja. Ja, das ist ja eh wieder der Spast von gerade da. Oh Mann. Ja, ich, genau, der da steht richtig. Dann lass zusammen gehen. Ja, ja, ist sowieso, also je mehr auf dem Punkt draufstehen, desto schneller erobert man auch. Deswegen macht wieder das, was dieser Spaß da vorne macht, überhaupt keinen Sinn. Da er ja, vor allem macht er auch gar nichts. Ja. Na gut, der sammelt da die Orks, das ist natürlich ganz geil, wenn das seine Idee war, aber. Achtung, Boss. Mhm. Zwei Bosse sogar. Einen habe ich. Und zweiten noch nicht. Immer noch nicht, Alter. Jetzt aber. Komme. Okay, das sieht ja ganz gut aus. Die Munikiste wäre noch gut, aber geht auch so. So, jetzt ist das, glaube ich, mit den zwei Punkten. Ja, die stehen da schon gar nicht schlecht. Dann ist der zweite Punkt da rechts. Lass uns den rechten hier nehmen. Mhm. Boss. Jo, einen Boss habe ich. Okay, sieht gut aus. Komm ein bisschen näher an den Punkt, sonst zählt das nicht zum Einnehmen. Siehst du an den Balken unten in der Mitte? Wieso stehen die da oben nicht mehr auf dem Punkt? Okay, wir haben unseren, dann lass jetzt schnell zu dem nächsten da hoch. Ja. Hast keine Munition mehr, jetzt ja, nur noch Melter. Hier liegt ein, lass ich. Ah ne, hier liegen zwei, ich nehme nur einen. Hab ich. Da ist ein Boss auf dem Weg. Anderen. Jawohl. Ja, wir haben den Punkt, glaube ich, ne? Ja. Voll mit der Keule eingekriegt. So, musste ich mal nehmen. Alles gut. Ah, in der Mitte liegt auch noch. Hab ich mir auch noch was. Ah ne, jetzt snackt er sich jetzt wahrscheinlich weg. Ja, snackt er sich beide weg. So. Dabei. Okay, der kommt zu mir. Ja, fein, der steht einfach nur. Der fliegt dann immer durch die Gegend und macht da seinen Sturmangriff oder so. Okay, ich hab den Boss. Wo bist denn du? Vandalieren.
Okay, nächste Welle, dann ist wieder hier Unterbrechung. Aufpassen mit den Squeaks, die machen echt viel Schaden. Oh. Ach du Scheiße, komm, nicht wieder. Jo. Komm sonst ruhig hier hoch. Was ist denn hier? Ach da. Oh Mann, Muni brauche ich auch. Gleich der. Oh, hinter uns. Oh fuck. Komme. Heißt das Ding Melter, weil der die Gegner schmelzt? Ja, das ist quasi so ein total hoch heißer, gebündelter Dingenstrahl. Ist auch eigentlich dafür gedacht, um hier so gegen Panzer und sowas durchzuschlagen. Ja, ja, hier sind ja viele. Oder halt gegen ganz schwere Rüstung, ne? Oh fuck, zwei Bosse hier bei mir, Alter. Bist du denn? Ja, ich bin ja gerade neu eingesetzt worden. Boss Kill. Oh, ich habe auch einen. Zwei. Gott! Habe ich hier so schön hier unten die ganzen Bosse gekillt, bin wieder down. Mal wieder so eine Lappenrunde. Von Punkten zwar okay, aber drei. Ja, vor allen Dingen von so einem einfachen Ork. Ja, ja. Na, ich habe das gerade doch gesehen, weil ich dann Zeichen abblinken sehen. Hier steht da hinten aber gut, ich komme jetzt mal direkt darüber. Ich brauch gleich Muni. Hier das Zielzeichen ist da. Xenos vernichtet. Schutzmaßnahmen eingeleitet. Dieser Typ hier, ey, der geht mir richtig auf den Sack. Der nutzt nur irgendwie so Bugs aus oder so. Hm. Aber wie war denn hier nochmal Chat? Hatte ich doch vorhin. Ich will den beleidigen. C? Ja, dachte ich auch. Ist aber glaube ich nicht. Hm. Kann man den irgendwie kicken oder so? Also du hast vier Kills weniger und drei Tode mehr und trotzdem habe ich weniger Punkte. Ja, ich habe die ganzen Bosse gemacht. Also. Ah, okay. Oh, das ist hart hier mit dem offenen, aber ist geil, das ist eine super geile Multiplayer-Map.
der Manni, der den hier stoppt. Sag mal, wenn du leveln willst, ist das natürlich geil, was der macht, aber... Ja, ja, aber völlig behindert so. Ja. Ist halt wieder grinden bei WoW, ne? Ja, vor allem für was? Also ich meine, klar, du kriegst, du hast nicht von Anfang an alle hier anwählbaren Boni quasi, also wenn du hier so spezielles Munition... Wenn du hier so ein spezielles Waffenloadout haben willst oder sowas, dann, ja, dann okay, aber eigentlich. Oh, nicht daumen gehen. Oh, nein, 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 nein. Scheiße, in eine Granate reingerollt. Ach, wir sind jetzt nur noch zu dritt. Aber leider ist der Gute weg. Hm. Ja, der hat bestimmt keinen Bock auf den, weil mit so einem können wir nicht gewinnen. Das Einzige, oh fuck, das Einzige, was der ganz gut macht, ist die Leute so zu ziehen, weißt du? Ja, ich bin down. So, dass der die alle an einen Punkt zieht. Aber das ist halt eigentlich zu wenig. Ja, der kitet die jetzt da auch wieder so, aber das ist halt eigentlich zu wenig. Kannst du zwei Granaten maximal haben, ne? Okay. Also wenn du dann mehr einsammelst, dann zählen die quasi nicht. Dann sind die nur einfach weg. Ja, der sammelt die da echt wieder. Der kennt offensichtlich auf den Maps diese Backstellen, weil der steht da nämlich jetzt so genau, dass die sich hier unten alle sammeln. Da muss man nur checken halt, ne? Ja. Aber finde ich trotzdem blöd. Ja, also, ist es auch. So, also, weil das muss ja abgehen, ja. Ja, auf F hat man auch den Storm. Aber das ist mein. Ach, der lohnt uns dahin. Glaube ich, naja, keine Ahnung. Lass mal jetzt zum Punkt gehen. Ja, ich gehe zu A, also da oben hin. Deck, 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 deck. Komm, Alter. Ja, aber die haben uns gerade voll umzingelt, deswegen. Da ist ein Vierter wieder. Ja, ich habe keine Munition mehr für meine Fernwaffen. Man muss jetzt halt ein Boltpistol machen. Okay, wir müssen zum nächsten Punkt. Mhm. Ich blick
hier nicht mehr durch. Oh, hier ist sogar, also hier sind jetzt die richtig großen Bosse. Geh down. Nee, doch nicht. Ich bin hier bei dem Punkt, aber hier sind halt Bosse. Einen habe ich. Der Punkt ist gleich weg, nur noch 4 Sekunden. Ich hab'n. Dann mach ich irgendwie diesen Boss hier. Oh fuck, Granaten. Oh. Ja, tot. Tot. Ja, wenn der jetzt down geht, haben wir wieder verloren, weil wenn der Punkt weg ist, dann ist direkt verloren. Und jetzt ist das halt scheiße, dass der nur da oben steht, weil so bringt es nichts. Ja, ich könnte zumindest mal kurz reinspringen, ne? Ja, weil wenn der Typ an dem Punkt down geht, dann haben wir verloren. Oh, der ist down. Naja, deswegen renne ich jetzt schnell dahin. So, ich stehe wieder drauf. Ah, bin halt wieder direkt fast down. Wieder down, aber ich musste halt zu diesem Punkt hin rennen. Ich glaube, jetzt haben wir ihn aber, oder tickt der dann noch? Na doch, der tickt noch. Immer noch. Ja. Ist nämlich dann, wenn man drauf bleibt, dann ist quasi sowas wie so ein Overtime-Dings. Jetzt haben wir, ne? Ja. Also das war jetzt, dass ich da gestorben bin, war halt völlig behindert. Ja, ist egal. Aber sonst hätten wir den nicht mehr. Ich bin tot. Oh, Alter, ey. Ah, ich habe mir übrigens für meine bessere Internetverbindung ein Kabel vom Router jetzt am PC gemacht. Wie hattest du das gar nicht? Doch, aber ich habe quasi über das Stromnetz die LAN-Verteilung gehabt. Ja gut, das. Nee, stimmt, habe ich hier nicht. Ich glaube ja nicht. Und das ist bei mir halt, läuft das richtig über den Stromsicherungskasten und dadurch kann halt so ein hoher Ping entstehen, weswegen zum Beispiel bei Assetto Corsa die Verbindungsabbruch bekommen. Da habe ich mir einen kleinen Kompromiss gemacht, habe ich mir ein Cut 8-Kabel geholt. Ja, und dann halt quer durch die Bude gelegt, oder was? Ja, genau, also jetzt hier für Rennen fahren und so habe ich das jetzt gemacht und es ist tatsächlich, das Internet ist wesentlich schneller. Naja, logisch. Halt, ne? 2000 Megahertz Übertragungsleistung, wenn das Kabel alleine. Ist halt völlig overpowered und brauche ich im Grunde genommen nicht, aber mit einer neuen Infrastruktur in einer anderen Immobilie wird es dann halt besser werden. Ja, der Typ sammelt die da oben wieder alle irgendwie, da komme ich jetzt aber nicht hin. Das ist so schlecht, was der da macht. Ah, jetzt ist er da. Weil guck mal, von der Welle sind jetzt noch einige da. Der geht nämlich ganz komisch an so einer Barrikade vorbei. Ja, und jetzt da wo dich der an jetzt, quasi. Ich weiß, aber an der Barrikade, da kann ich dich hoch. Doch. Das geht irgendwie mit so einer Rolle vielleicht. Ja, warte oder doch, so. Bestimmt, das kann sein. Ja. Und deine Rolle jetzt. Der hat da nämlich geguckt ja, über die Reling. Ja, aber über der, die Reling. Der ist halt gesprungen. Über die Reling. Der zielt auf einen ja, Punkt. Ja, ich weiß, aber ich stecke jetzt hier fest, ich kann mich gar nicht bewegen. Jetzt habe ich's. Ja, ist aber schon freaky, ne? Ja, ja und hier stehen sie jetzt alle. Ach, da bin ich wieder. War ich so fasziniert vom Zugucken. Seid ihr da? Soll ich mal auch noch hinkommen, oder? Keine Ahnung. Sache ist halt, wenn wir irgendeinen Punkt erobern müssen, dann bringt das nichts. Ich meine, klar, als Sprungmarine wie der ist, ist das halt geil. Ich bleib erstmal hier oben und guck, was ich so snipern kann. Boah, sind das viele, ey. Ich bin auch hier. Ja, wenn der die halt hier irgendwie hinziehen könnte, wäre das geil. Jetzt gibt aber Kette da drin.
Naja, also wenn er gut ist, ich meine, der Spieler Level 41, das Maximum, ne? Wenn er gut ist und sich dann einfach zurückzieht, wenn er Probleme hat, das kannst du halt als Dings machen, als Sprungmarine. Boah, ich weiß noch, die Map hier im Versus und dann mit Stalker-Bolter oder halt Laserkanonen und dann immer hier von der einen Seite auf die andere schießen. Mhm. Problem ist halt nur, hier ist keine Munition, ne? Ja. Aber geil, die Boltpistole, ey, die reicht auch bis da hinten hin. Ja. Versteck mich mal. So, ich habe keine Muni mehr für eh noch kaum Muni. Aber der, da kommt man aber ganz leicht rein, das ist nicht besonders schwer. Mhm. Ja, dann gehe ich mal runter, ich hole mir mal Muni. Lag doch gerade Muni, war nicht. Ja, dafür habe ich jetzt halt auch das falsche Waffenloadout dabei. Also da ist natürlich ein Stalker-Bolter und Plasmawerfer geiler. Ja, ich gehe wieder da oben hin. Okay, du ziehst die gerade schon. Wieder weg. Yep. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so hoch gehen, oder? Nee, ich glaube auch. Ah, hier kann man ja auch so hochlaufen. Auf der anderen Seite ist so eine Rampe. Okay. Ja, aber trotzdem, vorhin ging halt mehr ab. Ja. Ja, jetzt hat dieses Präzisionsgewehr, das wäre gut, ne? Ja, ja. Ja, jetzt hast du hier das Stalker-Bolter, oder was? Ja, ja, genau. Hier sind zwei Big Bosser. Die mache ich jetzt halt kaputt. Weil ich es kann. Ich helfe dir. Wow. Einer ist weg. Schieße ihn feige mit meiner kleinen Pistole in den Rücken. Ja, so wird's gemacht. So, alle fast down. Ah, die sind wahrscheinlich da hinten bei dem wieder. Guck mal, da liegt auch Munition. Ah gut, Munition ist eine super Sache. Oh. Dann vielleicht erstmal auf Nummer. Ach ne, Mist, Punkte erobern. Ja gut, bleibe ich mit beim A hier, bei wo der ist. Mhm, ich auch. Aber wenn wir den schnell kriegen.
tot. Ist eben die Munition. Den Punkt haben wir fast hier. Ja, haben. Ich komme zu dem Punkt. Jo, das wird echt verdammt knapp gleich mit dem letzten Punkt. Diesen Boss. Punkt haben wir. Und zwar. Dann schnell zum letzten. Zum letzten. Nein! 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 Adrian! Wieder down, ey, keine Ahnung. Aber ich verliere auch jetzt echt die Übersicht. Der kommt, Junge, 5 Sekunden noch. Ja, vor allem bin ich der Letzte, glaube ich, ne? Ja, bin tot. Ja, Max, der Killerboy lebt noch. Juhu! Nein. Ah, die laufen die auch vor allen Dingen nicht hinterher. Dann. Ah, wir laufen jetzt gerade schon alle ganz viel hinterher. Ja, wieder fast. Nee, wenn man da hochgeht. Ach so, ja, ja, klar. Also wenn du hinter dieser Barriere bist, dann sind die weg. Komm auch mal wieder dahin. Guck mal, ob das von der anderen Seite auch geht. Ah ne, tut's nämlich nicht. Natürlich jetzt hier mit dem Melter mal so richtig rasiert gerade. Gedöns hier da rumgegangen. Aber schon immer ein bisschen scheiße gerade.
Auch dann. Oh Mann. Ja, so ist natürlich immer geil für die Zuschauer, wenn die immer hier meinen Todesbildschirm sehen. Ah, meiner sieht nicht besser aus. Naja. Oh, letzter bin ich sogar. Oh. Wieder. I'm back in action. Krass, wie viele Wellen gibt es denn? 20 Wellen, dann gibt es Bonusfälle. Aber wir waren nicht oft so weit, ne? Naja. Muss man schon sagen, oder? Also, was der macht, ist dann vielleicht doch ein bisschen effektiver. Ah, naja, also, es geht eigentlich schon. Das Einzige, was halt richtig problematisch eigentlich ist, ist tatsächlich jetzt gleich die Bonusfälle. Problematisch ist gut. Ach, man muss gar nicht Shift halten, um dauerhaft zu rennen. Nein, nicht den Muni wegnehmen. Okay, mit dem Gelben ist man wenigstens ganz gut. Das war schon wieder ein bisschen geil.
tot. Man müsste mit den dickeren Gegnern auch dicke Granaten bekommen, jetzt dann weiß ich ein Atomzeichen drauf oder so. Wieder da. Oh nein, 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 weg, weg, weg. Lauf, Forrest, lauf, 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 Junge, lauf. Lauf, Forrest, lauf. Lauf, Forrest. War einfach knapp, wenn du schon fast wieder dauert. Ja, Kacke ist dann, wenn die einen ständig weiter treffen und man selbst dann nicht zum Gesundheitsdings aufladen kommt, ne? Ja. Vor allem diese Ballerbosse da, diesen Scheiße, weil davon kommen nämlich immer mehr. So, und jetzt wird spannend. Ich glaube, so weit war ich noch nie. Sollten mal hier hochgehen. Kommt jetzt Chaos oder was? Ja, Dämonen und Marines. Ach, die gehen auch gar nicht so down, ne? Ne, die können sich da immer so hin und her warpen und die machen halt echt viel Schaden im Nahkampf. Vor allem aufpassen auf die Chaos Marines, die sind nämlich so wie wir, die haben auch so ein Schild. Keinen ist einer. Ja, hier vorne direkt auch. Oh. Da, solange der so weißlich leuchtet, ist das nur Schildtreffer. Mhm. Aber da, jetzt, sobald das rot ist, verliert er halt HP. Aber leicht gibt er auch nicht rum, ne? Scheiße, keine Munition mehr. Dafür wird das Präzisionsgewehr geil, ne? Ja, ja, klar. Das hat zwar nur 40 Schuss, aber das macht richtig viel Schaden. Ja, man kann auch Kopfzeit und so sind schon entscheidend, ne? Ja, glaube ja. Ich. Ja, bleiben wir mal bei denen hier, oder? Können es ja wieder verpissen, wenn es brenzlig wird. Was ist denn mit dem Devastor da hinten? Ja, ja. Ich komm mal mit auf deiner Seite lang. Komm. Einer das Haus geschaltet. So, wo du siehst, von der Welle ist kaum was vorbei, das heißt, er geht jetzt noch weiter. Ich habe übrigens gar nicht nochmal geprüft, ob ich überhaupt auf Aufnahme geklickt habe. Und? Weiß ich nicht, sehe ich ja gerade nicht. Achso. Aber jetzt schon. Down gehen. Nein, 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 nein. Alter, ist das, das macht Feuer. Und die laufen hinterher. Scheiße. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich bin auch da. Ich bin down.
bin hier auf der linken Seite geblieben, dachte, ach komm, mach's geil, hier wo die ganzen Marines sind. Ja. Da war ich tot, ne? Hm. Nicht gut. Nee. Aber jetzt habe ich wenigstens wieder volle Muni. Das ist schon mal ein Vorteil, das stimmt. Ja, diese ganzen Plasmawaffen, das ist schon krass. Ja, vor allem wie so Artilleriefeuer, ne? Naja. Ja, das sind halt diese schweren Plasma-Dinger von den Devastoren, die können da in so einem Bogen ja auch schießen. Aber kann man denn die normalen Marines auch mit dem Kopfschuss töten? Nee, ne? Nee. Haben ja Rüstung und alles. Ich hab den Devastor wenigstens mitgenommen noch. Komm, lead that. Aber wenn man koordiniert vorgeht, geht das eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Auch von Munition. Ah ja, Aufnahme läuft auf jeden Fall. Einfach mal raus. Okay. Weil, warum auch nicht? Ist ja nicht so, als würde es hier abgehen, ne? Also ich finde es sogar ein bisschen ruhiger als mit den Orks. Aber ist halt scheiße, wenn sie da sind, ne? Ja, ja, die hier sind halt nicht so auf Nahkampf. Nur halt diese Dämonen. Aber die gehen ja relativ easy sogar. Da dürfen noch nicht rankommen, ne? Ja. Ja, so langsam der Muni wieder ruht. Kommen jetzt beide rot. Jawohl. Ach, fuck! Das wäre einer von uns! Oh, nein, 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 nein! Money! Oh. Ah, 9 Tode schon! Ja, gut! Und wenigstens Kills! Ach, du Scheiße, Junge! Ja, bist halt mehr der Supporter! Mehr der Munitionswegschnapper! Da bin ich wieder! Oh, oh, keine gute Position, die ich hier habe. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Naja, dieser P91 ist auch hier. Sag mal,
richtig, ja gut, dann nehme ich die Muni, weil ich habe mir fast nichts mehr. Oh, 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 das sind, glaube ich, Chaos Champions. Alter, zwei Schläge direkt weg. Das sind Chaos Champions, die mit den fetten Keulen da. Also wenn du da getroffen wirst, dann ist ganz schnell Feierabend. Buttonlappentod von mir. War ja nicht anders zu erwarten. Ist klar. Ja gut, 7 Tode, ne? Der Sturmmarine hat halt 0. Aber der macht ja auch sein komisches Ich kite alles Spiel. Komme ich mal direkt wieder darüber. So. Ja, sind direkt hier gespawnt. Aber ich bin ja da. Achtung, Chaos Marines. Das ist Chaos mit uns hier, ne? Mhm. Haben wir sie alle, ne? Glaub schon. Fuck, runtergefallen. Ein Mist down. Ah, okay, hier sind auch wieder die Champions. Achtung. Oh, ich hab müssen wir mal. Ja, ja. Müssen wir ein Stück laufen. Fuck. Nein, ich geh wieder down. Das gibt's doch nicht. Boah, drei Melter. Vier Melter-Schüsse hat er jetzt schon gekriegt, hier dieser Champion. Oh. Alter. Nein, ich kann nirgendwo mehr hin. Warte, komm, ich muss aufladen nehmen. Ja, ja, ich auch. Okay, der Sturmruin ist aber auch hier. Hier, Achtung, hier sind die ganzen Chaos Champions. Wie viel halten die denn aus, selbst ja, ja, wenn die kein Schild mehr haben? Jetzt wird's ein bisschen knapp mit Munition. Junge, ich brauche Munition, ich habe gar nichts mehr. Ja, bei mir wird auch knapp, aber noch geht's. Ja, da wo er steht, ist jetzt echt wieder safe, ne? So scheint's. Den Tode. Ja. Aber Welle 21 haben wir über die Hälfte schon. Wahrscheinlich sollten sich alle hier hinstellen, wo ich jetzt stehe, also wo der stand, weil die dann hier hingelaufen kommen.
Wo bist du denn? Ja, ungefähr da wurde. Ach ne, du bist vorhin da in der Mitte da umgegangen, ne? Ja, ich wollte Munition holen. Ah, ich komme mal zu dir. Ja, ja. Also hier ganz in der Ecke ist safe. Granate. Ja, die da vorne alle wegmelden, wäre geil. Ich habe halt keine Granate, das wäre auch geil, ja. Melter habe ich noch. Ja, ich auch, aber müssen wir mal ran. Oh nee, hier. Chaos, Boden. Ist ja Fleischer. Oh, Achtung, ich muss einmal jetzt hier hoch, weil Angst. Achtung, da sind zwei Champions auch. Oder drei. Oh, und eine Menge von den Zerfleischern. Ne? Ja, ich bin down. Eieiei. Ja, ich habe halt 8 Tode, ne? Schön Fieder hier. Richtig schlecht. Ja, aber liebes Publikum, wie ja schon gesagt, wir haben das Spiel ganz viel gespielt. Wir sind voll die Pros und so. Down. Aber, also ich war noch, glaube ich, nicht so weit. Aus dem nur noch der Nahkampf. Oh fuck. Wie viel haben wir denn noch? 2. Ne, wie viel leistet? Oh, ist nicht mehr viel. Ja, ja. Okay, ich komm zu dir. Ja, ich hänge fest. Ich will Spaß. Noch nicht sterben. Spuss. Ah, hier oben sind sie. Achtung, der linke ist ein Champ. Oh, und hier ist noch einer. Oh mein Gott. Ich will das nicht. Alter, und tot. Hier unten ist noch einer. Ja. Okay, keine Leben verfügbar. Jetzt kann der Typ mal performen hier. Der Max, der Killer Boy. Aber macht er auch. Er macht die jetzt alle kaputt. Ja, der spielt auf jeden Fall nicht so bescheuert wie ich. Ich kann ja mal kloppt da alles weg. Aber ich finde, manchmal bleibt man auch so ein bisschen hängen in dem Spiel. Und dann ist echt scheiße. Also wenn du da irgendwo in so einer Ecke bist und hängen bleibst, dann kannst du nichts mehr machen. Aber hier, wahrscheinlich hat er sich die ganze Zeit gedacht, boah, Alter, die spielen wie die Lappen, die raffen das nicht mit den Ecken und so. Naja. Ja. Schade, dass man hier die Kamera jetzt nicht drehen kann. Ja. Kannst nur auf Spawn, da sieht man aber nichts. Naja. Ja, ich muss auf jeden Fall, falls wir noch eine Runde machen sollten, auf jeden Fall mal einen Devastor ausprobieren noch. Ja. Der fetten Waffe einfach geil ist, wobei, ey, keine Ahnung, wie man hier, das ist ja mit dem taktischen von der Beweglichkeit schon schwierig. Keine Ahnung, wie man da dann wegkommen soll. Dann macht's der Killer mal. Ja, sieh. Der macht die alle kaputt. Boah, der Money direkt gespawnt, ist klar. Wie so ein Bekloppten wahrscheinlich eh geballert da. Och Mann. Ich glaube, ich bin eher so das Kaninchen gerade. Oh, das sind aber schon noch einige, die da rumlaufen, ne? Ja, vor allem, ich kann nicht stehen bleiben. Mhm. Weil die ballern wie die Bekloppten. Ich lauf einfach mal. Ja, ja. Musste, glaube ich, auch. Oh, er ist fast down. Also musste, glaube ich, auch eh laufen und dann irgendwie an den entsprechenden Ecken drumrum kiten oder so. Ach, er kitet die. Ja, er ist jetzt hier nämlich wieder an so einer Ecke. Ja, aber ich habe hier so einen doofen Champion. Ja, ja, er steht jetzt hier oben wieder rum. Oh, 2. Oh, und du bist tot, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Nice. Wäre halt geil, wenn die abschwenken würden auf ihn, ne?
Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Scheiße. Und da feedet er wieder. Ah. 13 Tode, ey. Tja, also das ist jetzt nicht so glorreich. Ich würde euch empfehlen, bei dem Video dann ein Stück vorzuspulen. Bis wir dann wieder richtig dabei sind. Weil hier der Max, der Killerboy, der geht da zwar immer noch gut ab, aber ja. Für seine Verhältnisse halt, ne? Obwohl, der hat mehr Kills als ich. Also... Ja, der holt das jetzt alles auf. Jetzt steht da noch ganz doofen Ecke, sieht man mit der Kamera so gar nichts. Ja, blöd, dass man die nicht schwenken kann, ne? Ja. Ist halt ein altes Spiel. Ja, ist krass, ne? 9 Jahre alt. Ja. Und ich check halt nach wie vor nicht. Also, die haben ja mal, er ist auch tot. Kam ja mal vor 1-2 Jahren raus hier, so eine Warhammer 40k. Ja, okay. Gehen wir auch mal auf Nein, der ist auch raus. So eine Warhammer 40k Nummer, wo man, also so wie WoW angelegt, so Open World, und du konntest irgendwie dein Dings leveln und bla, sah aber auch irgendwie kacke aus von der Grafik, ist auch irgendwie, hat nicht gefunzt. Und ich check halt nicht, dass die nicht einfach dieses Spiel hier genommen haben und davon nochmal einen zweiten Teil gemacht haben. Oder das irgendwie neu aufgelegt oder so, weil das ist so geil. Ja, aber diese ganzen Warhammer-Sachen, die sind auch irgendwie speziell. Weißt du, das ist halt nicht so Battlefield oder so, sondern das ist denn die Marke an sich, das ist nicht so normal. Schon, aber ich sag mal, wenn du jetzt hier nicht Warhammer-Typ bist, ist das Spiel ja trotzdem geil. Wie viele Gegner hast du auf dem Gewissen? Weiß ich nicht, 246 stand da, glaube ich. Wo steht da? Ah, hier Übersicht, Bestenlisten. Also, hier, geil, du musst mal auf Bestenlisten gehen. Da siehst du nämlich deine Insgesamt-Stats, glaube ich. Ach, du hast ja doppelt so viele Kills. Aber nicht jetzt, wirklich so super viele Punkte, ne? Also, wenn du siehst, die Punkte, die sind bei dir auch nicht viel weniger, aber halt bei viel weniger Kills. Also, wahrscheinlich hast du dann immer die, weiß ich nicht, die geileren Typen kaputt gemacht oder so. Ich habe vor allem immer reingehalten. Ja, das hier ist ja, glaube ich, insgesamt, also vermute ich mal, dass das insgesamt auf den Account ist, weil Stufe 40, 3000 Kills, das muss ja in was weiß ich wie vielen Schlachten gewesen sein, ne? Wobei ja, Tode 35 wäre dann wieder wenig. Ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt zugelangt, aber 28 könnte heute sein, ne? Ja. Oh, keine Ahnung. Kampfrekord, Basispunkte, Kills. Ah ne, das ist dann das von jetzt gerade wohl. Ach, keine Ahnung. Ja. So. Oh, eine Runde mal noch machen als Devastor. Können wir mal unseren Skin hier verändern. Ah ne, kann ich nicht. Editor wird geladen. Ja, wie jetzt hier. Ah, okay. Ausrüstung. Ne, nicht. Ach, hier Volkwechsel? Nee, Erscheinungsbild. Space Moon. So, ja, so ist auch geil. Ja, ist zwar wieder ein Black Templar, aber mit anderer Rüstung. Nehmen wir den. Also, muss ich auch draufklicken. Haha. So. Oh, ich weiß auch nicht, ob die Maps hier irgendwie zufallsmäßig so aneinandergereiht werden, weil manches ist auf jeden Fall etwas schwerer als anderes. Hier zum Beispiel die da unten angezeigt ist, wo man, wo in der Mitte wie so ein Generatorteil ist und man da um so eine Plattform läuft, die finde ich ziemlich schwer. Aber kein Plan. Ach, guck mal, ich habe einen taktischen Space Marine mit einem Stalker-Bolter. Ja, und da kannst du dir jetzt halt, wenn du auf Ausrüstung bearbeiten gehst, da kannst du dir die jetzt hier voreinstellen quasi. Warum habe ich denn nicht das Energieschwert genommen? Hauptwaffe, Bolt, Reliquie, Molter, Plasma, Stalker. Vergelterwerfer ist so ein komisches Dingsviech da. Wie heißt das? Granatwerfer quasi.
Gelter Geschosse. Achso, ja, das hier unten sind die Boni, die kriegt man durch Versus-Modus. Wieso habe ich hier denn nichts? Ich habe das so viel gemacht. Muss folgende Waffe. Achso, okay, sieht man nur, wenn die Waffen ausgerüstet sind. Ja, dem habe ich nämlich auf jeden Fall. Stalkerbolter und Dämonen, Augenbolter fassen mehr Munition. Ja, sowas nimmt man dann halt natürlich, wenn man den damit dann ausrüstet. Verbesserte Melter-Aufladung, Waffenvielseitigkeit. Müsste man jetzt mal gucken, was das ist. Eine zusätzliche Waffe kann ausgerüstet werden. Okay, sonst hätte er das gar nicht. Also ich habe mir jetzt gerade einen mit dem Energieschwert gemacht, eine Plasma-Pistole, Fragmentgranaten und Eifer des Energieschwertträgers. Das ist dann nämlich jedes Mal, wenn er einer auf die Fresse haust, dann kriegt er Energie zurück. Ja, das ist auch ganz geil. So habe ich auch meinen Standard hier, also mein Standard-Sturmmarine. Plasma-Pistole, Kettenschwert, Kampfstimulanz, Eifer des Schwerträgers und luftgekühlte Schubdüsen. Dann kann man die nicht häufiger einsetzen. Ja, und den müssen wir gleich mal spielen. Also hier ist der Devastor mit Bolter. Und hier ist der mit Plasma. Und immer schön mit natürlich extra Munition. Ah, okay, geht los. Der Master Chief ist dabei. Aber wir nehmen mal den Devastor mit schwerem Bolter jetzt hier einfach. Sieht natürlich hier geile Schultern, alles mit den vielen Rüstungen. Was war das denn? Der konnte doch auch, meine ich, irgendwie schneller ballern. Ja, ist das nicht so Kampfstimulanz oder so? Nee, das ist ja. Ich meine hier, der schwere Bolter konnte doch irgendwie noch schneller ballern, meine ich. Ah ja. Wie habe ich das jetzt gemacht? Genau, das wollen wir. Ah ja, mit R. Okay, mit R gehe ich in so eine Stance und dann geht's nämlich ab. Einzige Problem ist, dass natürlich immer ganz gut mal wegen Munition gucken muss. Ne? Ja. Hinter dir liegt Munition. Ja. Also das mit dem Schwert finde ich aber dann geiler, muss ich sagen. Ja, das Problem dabei ist nur, dass du hinterher in den fast genug down wahrscheinlich. Ja, ne? Genau, du machst dann fast nichts mehr. Also wenn du nämlich auf solche Champions oder sowas drauf haust, dann macht das nämlich ungefähr nichts, genau wie bei den Schilden von den Orks. Ah, deswegen wahrscheinlich die Axt dann tatsächlich. Achtung, eine Granate! Kann man da auch noch Munition snacken? Ich meine, ich hab noch voll viel. Diese Map hier, meine ich, die ist nicht ideal eigentlich für einen Devastor, weil alles unübersichtlich. Ja, geht, ne? Alter, lauf doch! Jetzt gehe ich hier down wie so ein Lappen. Alter, ist das schlecht. Boah, Junge. Vielleicht muss ich gleich auch mal den Sturmmarine nehmen. Das ist ja auch eigentlich mein Main. Kein Schurke? Nee. Wieso ein Noob in Welle 2 schon down gegangen? Oh Gott. Vernichtet.
Sicherung. Okay, ich geh mal auf den Punkt. Dafür sind die Devastor halt geil. Einfach auf den Punkt stellen, schön in die Stands gehen, dann alles wegholzen. Hier ist auch Munition. Oh, auch down gegangen. Woran bist du da umgegangen? Kann man an deiner eigenen Granate sterben? Ich glaube schon. Ich glaube, Granate dann war das ist so. Schaden. Nicht gut für das. Nicht gut für das Sprungpack, meinst du? Nee. Das ist das halt immer. Also, eine steckst du da locker ein, aber mehrere halt schwierig. Ja, das ist halt Sturm. Ja, ist als Sturmmarine sowieso schwierig. Auch bei den Squigs, wenn die explodieren zum Beispiel. Einer geht immer, aber der zweite ist dann schon kacke. Ja, ich bin auch gerade mal an so einer Kante dann hängen geblieben, konnte nicht richtig wegspringen. Das letztens hier im Spiel mal, ich habe wie gesagt dann nur die eine Testrunde gemacht, da ging die Tastatur nicht mehr, also er hat einfach nichts mehr gemacht. Das heißt, raus konnte ich schon noch mit Windows-Taste und so, aber im Spiel hat er sich nicht mehr bewegt. Dann dachte ich so, tja, dann halt. Ich habe gerade meine Pedale also hier mein Lenkrad angeschlossen, noch eine Runde hier fahren, trainieren. Ja, ging die Pedale nicht. Ja, geil. Ja, ganz genau. Voll geil. Nee, aber war dann eigentlich gar nicht so großes Thema. Ist hier noch, ich glaube, zweimal neu starten insgesamt. Weil wahrscheinlich der Kabel nicht richtig in dem Ding da drin war. Ja, aber trotzdem, das freut einen dann direkt. Oh, sorry. Oh oh. Jetzt haben wir hier zwei Granaten gekriegt. Ja, ich muss gleich auch den Nahkämpfer nehmen hier. Muss man mal ein bisschen rasieren hier. Aber auch ganz cool, dass der Typ da bei dir bleibt, ne? Ja, so ist das dann eigentlich auch geil, also als Devastor, weil du siehst halt nicht, wenn irgendwas um dich rum nahe kommt. Dann hast du ganz schnell jetzt Bam Problem. Ach ne, bist du ja gar nicht. Ja, ich bin da gerade mal weggelaufen. Halte diese Position! Warum machst du das rum? Nee. Da sind sie!
Hm? Der Kopflose, der beim Geländer hängt. Den Punkt hier haben wir, ich komm rüber. Hm? Hack and Slay vom Feinsten. Ja, jetzt haben wir es quasi, jetzt sind hier solche automatischen Türme an. Ja. Jetzt werden die alle weggemäht. Also ich finde, man kann im Springen fast besser, präziser steuern als so zu Fuß. Schutzmaßnahmen eingeleitet. So, auf jeden Fall gibt's jetzt hier auch mal Sturm Marine auf die Schnauze. Schluss mit lustig hier. Hm. Weil der Schere Bolter halt schon geil ist, aber egal. Ja. Ja, der Money ganz oben, Junge. Ja. Obwohl so. Nicht die meisten Kills, ne? Nehmen wir erstmal ein Kettenschwert. Was kommt jetzt hier was Einfaches, ne? Ja, es geht so. Also eigentlich schon, es kommen nur nachher die Squigs, diese Spreng-Squigs auch. So, und Vollgas. Jetzt wird rasiert, aber ihr seht hier oben die Energieleiste, geht ruckzuck runter. Meine Fresse, nicht treffen. Ich habe den Typen mit dem Scharfschützengewehr genommen. So geht's ab hier. So muss das sein hier. Töten Xenos. Drecksarbeit muss der Money wieder machen, weißt du? Ja. Deck Templar, geil. Arcade! Thank you.
denn alle keinen Bock mehr oder was? Oh, keine Munition mehr. Xenos vernichtet. Sichere den Bereich. Hauptziele. Zweimal dran. Komme. Down. Oh, hab gezielt. Ey. Aber für das Level ist der Scharfschützen-Typ da nicht gut. Aber jetzt kann ich die Klasse nicht wechseln, ne? Nee. Oh, oh, oh. Da wäre ich doch auch fast down, oder? Oh Gott! Ey, das gibt's doch nicht! So eine scheiß Fahrstuhlecke da hängen geblieben. Manni der Vier. Er geht in die Binsen sozusagen. Okay. So. Ja, sieht doch ganz gut auch aus, gut aus auf Tab. Oh, ich war gerade auf zweiter Position noch. Naja. Ich hab halt gleich ein Problem, wenn die Sprengsquicks kommen. Aber da kann ich mich oben auf so ein Rohr stellen. Erstmal abwarten, ein bisschen mit Plasma schießen. Weil die machen mich halt ruckzuck kaputt. In einem anderen Level meinst du? Nee, kommt auch hier. Ich hätte halt gerne mal so ein Equipment da gekriegt für HP. Oh fuck, jetzt bin ich da. Das Problem ist bei dem Kettenschwert, du kriegst zwar pro Schlag Energie, sogar ziemlich viel, Fünftel vom Leben oder so, aber wenn so wie gerade, wenn da so viele zusammenstehen, dann verlierst du das Leben schneller, weil du so schnell gar nicht mehr schlagen kannst. Dann ist immer schlecht. Na, ich hab das Energieschwert gehabt. Energieschwert? Mhm. Aber ich meine, ich hab mir damals auch über so ein DLC im Grunde genommen, was weiß ich, für 50 Cent oder so, so eine Waffe da gekauft. Aber ich meine, Energieschwert habe ich, glaube ich, gar nicht. Boah, was wird denn hier so viel geballert? Die machen mir ganz schön Schaden.
nicht recht viel Munition. Ah, ich habe gerade alles eingesammelt. Boss. Oh, zwei. Einen habe ich. Und den. Na, zweiten auch. Ich bin nochmal umgefallen. Aber nicht mehr letzter. Nee, der Master Chief ist jetzt gerade letzter gewesen. Ich habe halt voll viele Punkte, die ich mache durch so Kopfschüsse und so. Das gibt über 100 Punkte, also leicht über. Boss hinter dir. Muni. Mhm. So, Welle 9. Kann sein, dass jetzt die Squigs kommen. Spring ich mal da hoch. Ja, ja. Alarm. Durchbruch auf Ebene 4. Das ist halt das Problem, man kann sich halt nicht wegrollen als Sprungmarine. Also ich meine, klar, man kann direkt wegspringen, aber ja, das finde ich mit dem Taktischen halt immer ganz geil. Also immer wenn es brenzlig wird, rollt man ständig. Mhm. Doch, okay. Gut gegen die Chaos Space Marines noch. Ja. So, ich werde ihn jetzt im nächsten Ding nochmal nehmen. Ich hätte halt ja eigentlich über den mit dem Hammer, aber Der Hammer ist halt langsam. Ja, ja, aber der macht halt alles kaputt. Todesschlag, Unluft. Ja, komm, ich nehme einmal Arschlecken. Hier, Mann. So. Primäre Behältnisverankerung fällt auf. Jo, hier ist auch immer recht hart. Vor allem das ist auch eine von den Maps wieder, wo man sich als Sprungmarine ganz leicht killen kann. Okay, wir haben einen zweiten Sprung. Den Money. Achso, du hast genommen. Okay. Hast du denn auch Hammer oder? Nee, ich habe die Axt genommen. Ja, okay. Also ich glaube auch fast, dass die Axt echt am geilsten ist, weil du mit der Axt halt
Schilde spaltest. Mhm. Panzerung. Holy shit, fast tot schon. Geil, die Devastor-Panzerung. Zwei Bosse. Plasma-Pistole ist halt auch schon gar nicht so schlecht. Ja. Und du kannst das, wenn du linke Maustaste gedrückt hältst, lädt die ja so auf. Und wenn die oben in der Mitte zusammengelaufen ist und du dann loslässt, dann schießt die so einen verstärkten... Ja, wie so eine Granate im Grunde genommen, ne? Richtig. Geht mit Plasmawerfer und Dings auch, aber ja, musst halt nur aufpassen, das macht halt unheimlich viel Hitze. Ja, wir sind ja nicht bei MacWarrior, ne? Naja, aber wenn du überhitzt, dann kriegst du halt auch hier selber Schaden. Oh, mein Gott. Naja. Eigene Granate abgekackt. Ach, das Level, jo, das war immer hart. Alter, du hast ja schon doppelt so viel Kills. Oh. Tja, musst du mal sehen. Ich muss jetzt gerade mal raus, weil fast tot ist. Schon wieder fast tot. Ich auch. Ah, diesmal werde ich wohl da umgehen. Mein Gott, ey. Oh ja, weil das so offen ist, ne? Ja, und du musst halt echt immer gucken, wann du abhaust. Ja. Doof ist, dass der Devastor sich nicht auf den Punkt da unten stellt, weil der könnte eigentlich... Okay, ich habe den Orkboss gekillt. Boah, ich muss aber echt mal eine Runde laufen, ja? Jetzt ist er da, aber halt alleine. Ich bin auch da. Mein Stimmpack. Auch was gekillt. Okay. Spring weg. Ja, ja. Fast tot. Warum bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Mein Gott, nee. Na, läuft, sagst du. Na. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen spät mittlerweile. Ja, das ist hier, finde ich, bei dem Game sowieso auch extrem. Wenn man das so lange spielt, dann ist er echt kaputt, ey. Überall wird rumgeballert. Ja, weil das ist auch so erbarmungslos, finde ich. Also wenn wir jetzt den Punkt hier nicht gleich mal kriegen, dann auf den Kopf dann. Also ich krieg so viel, keine Ahnung, was ich da falsch mache oder was, aber ich krieg da so viel Damage. Ach, jetzt haben sie mich noch am Weglaufen abgeknallt. Ah, nur noch der Master Chief lebt. Ja, wenn wir den Punkt nicht haben, dann ist, glaube ich, platt direkt.
Das ist da halt dann auch das Problem als Sturmmarine, ne? Du kannst dann halt nicht so lange auf so einem, ja, Niederlage, auf so einem Punkt stehen bleiben, wirst halt niedergemacht. Naja, genau. Naja, das war jetzt nicht so glorreich, aber bei mir schon. Also als Sprungmarine läuft das. So muss es sein. Ja. So, ich finde, ja, als Sturmmarine ist das in den ersten Runden ist das ganz gut, aber dann irgendwann wird das zu krass. Ja, richtig, weil man so wenig HP hat, dass man so ultra schnell kaputt geht, das finde ich auch. Deswegen muss man halt immer gucken, glaube ich, was man wo einsetzt, genau wie mit der Bewaffnung. Also hier wäre jetzt das Kettenschwert, glaube ich, so gut wie gar nicht gegangen, da hätte ich irgendwie fast nichts umhauen können, aber der Hammer schon ganz geil. Ja. Ja, ich würde sagen, für heute haben wir es mal. Das war eine etwas längere Runde. War jetzt auch, was sind Sie sicher, dass Sie aufhören möchten? Ja. So. Nee, das war jetzt mal eine etwas längere Runde. Vielleicht, wenn wir das hier nochmal in Koop machen, machen wir das echt eher kürzer, dass wir einfach reingehen, ein Match machen und wenn Niederlage, dann fertig und raus. Vielleicht machen wir nächste Mal mit Chaos, dann sieht man genau die andere Seite, dann ist gegen Imperiale, da ist ein bisschen mehr mit Schießen, nicht so viel Nahkampf. Mhm. Und wobei, eigentlich geht das gegen die Orks, da ist ja auch relativ viel Schießen. Also ich bin es eigentlich immer durch Beschuss verreckt. Aber ja, tendenziell sind die halt schon die Nahkampfmoscher. Naja, ich würde sagen, gucken wir beim nächsten Mal. Ich bin auch ein bisschen im Arsch. Dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zugucken und bis denn. Tschö. Ciao.